Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Und so tumultartig, wie es angefangen hat, geht's auch weiter im Tumultwald, passend zur Folge. Und was es mit dem Tumultwald auf sich hat, werdet ihr in dieser Folge erfahren. Und wunderbar, wir haben natürlich wieder unsere Röntgenaugen dabei. Das heißt, wir sehen haargenau, wo die Items sich befinden. So, Samuzel verabschiedet sich schon mal von diesem Dungeon. Da liegt jedenfalls viel Poké-Dollar. So, dann setzen wir doch einmal... Huch, dann setzen wir doch einmal Kratzer ein. Juhu, ich bin paralysiert durch Aussetzer. Was eine Logik. So, das war definitiv nichts in der ersten Ebene. Also gehen wir mal in U2. Gucken mal, ob hier mehr Items rumliegen. Ja, hier... Ach. Samuzel setzt Wachstum ein. Samuzel wird noch kleiner, als es eh schon ist. So. Samuzel ist besiegt. 97 Erfahrungspunkte. Ein Flora-Gummi gibt's. Und ein weiteres Flora-Gummi. Ganz oben am Map-Rand sehe ich noch ein Item. Wunderbar, das heißt, wir müssen erstmal wieder runterlaufen. Ach, Samuzel, Mensch. Samuzel. Klar, hau rein mit Erdbeben, ne? Bäm. Magnetino, mach's fertig. Hier, Samuzel. Meine Fresse, ey. So. Hat leider noch nichts gebracht. Tumultwald U3. Was? Hagel? Was geht denn, Alter? Apfel. Jetzt gibt's erstmal Wetterschaden. Das ist natürlich echt bitter. Dieser Wetterschaden ist nicht unbedingt cool. Warum drücke ich die ganze Zeit L und R gleichzeitig? So. Tada. Ja, Wetterschaden ist echt nervig. Also ich finde Wetterschaden nicht so Bombe gerade. Samuzu setzt Wachstum ein. Wetterschaden. Mal wieder, ne? Ich könnte ja fast wetten, der Raum, die Treppe ist rechts oben, aber da ist sie nicht, sondern hier. Und so geht's weiter in U4. Hoffentlich hagelt's nicht. Jetzt sag nicht Sandsturm oder was. Ja. Also beim besten Willen. Ein Roselia! Zum ersten Mal. So machen wir erstmal fixieren. Es sind doch relativ viele Pflanzenbomben hier. Hui hui, Roselia möchte ins Team! Hi hi, dreh dich schön. Nö. So, dann muss ich gerade mal Team gucken. Roselia bricht. IQ prüfen. Ich wollte nämlich erstmal Attacken-Nutzer machen. Natürlich Attacken-Nutzer. So, jetzt muss ich erstmal auf Roselia. Und Wachstum weg, weil ansonsten setzt die ganze Zeit Wachstum ein. So, Samuzel besiegt. 97 Erfahrungspunkte. Also nicht die Welt unbedingt, was man hier an Erfahrungspunkten bekommt. Der Plosivsamen. War mir fast klar. Es war mir so klar. Samuzel erhebt das Item Amarena-Beere auf. So, und ich verbrenne dich, liebes Samuzel. Amarena-Beere fiel zu Boden. So, Markus greift hier Blutzug an. Und Blutzug freut sich darüber nicht so. Relativ viele Gegner im Moment. Meine Fresse, ey. Haben wir es mal bald. Ultraschall, der kommt richtig gut. Und Stachelspore, perfekt. Besser jetzt gar nicht laufen können. Sehr gut, Roselia. Aber Blutzug ist bereits paralysiert. 52 krönende Erfahrungspunkte gibt es dafür. Und es hagelt mal wieder.
Wow. Really? So viel Schaden. Dieses dämliche Wetter, ey. So, Amarena-Beere. Und wieder Wetterschaden. Oh, bei vier Pokémon ist das so nervig. Mann. Dämlicher Wetterschaden. Ich weiß, dass es 5 abzieht. So, U7. Ein Roselia neben einem Roselia. Schreit ja förmlich danach, das Roselia zu besiegen. Das ist ja auch schon die Treppe. Wunderbar. Und ein weiteres Flora-Gummi. Also Roselia wird sich glücklich über diese Flora-Gummis freuen hier. Ja, itemtechnisch sieht es hier immer wieder... Itemtechnisch sieht es hier immer wieder ganz schlecht aus. Pokémon gibt es aber jede Menge. Darunter dieses Samunzel. Ich möchte eigentlich in diesen Gang hier. Samunzel setzt Wachstum ein! Meine Damen und Herren, Samunzel meint hier die ganze Zeit, irgendwelchen Scheißdreck zu machen. Och, Samunzel! Jetzt hör mal auf zu wachsen! Alter, was ist denn das für eine Wachstumsfolge hier? Komm, jetzt endlich greif ihn mal an. Bäm. Samunzel setzt Wachstum ein. Nein! Psst, 135 Schadenspunkte. Einfach mal just for fun. Jede Menge Wunderfelder. So, solange Roselia Absorber macht, habe ich da keine Bedenken. So, Samusel kann ich angreifen. So, ich denke mal, Samusel sollte jetzt eigentlich K.O. sein. Yep, ist es auch. Und das sowieso. Ciao, ciao. So, Roselia macht sich da oben ein bisschen selbstständig. Deswegen verlassen wir diese Ebene mal und kehren zu U9 zurück. Ein Mankey. Ach so. Das gehört gar nicht uns zusammen. Ich habe gerade gedacht, was macht Magnetilo denn bitte? So, Mankey. Wir sind ja im Tumult, weil... Ich brauche Kastanien. Mankey erhebt das Item Kastanie auf. Das Mankey müssen wir uns schnappen. Ich brauche nämlich diese Kastanien. Und das waren, glaube ich, auch die einzigen Items. Ja, U10 bitte. Komm, U10. Och, Endboss. Hä, was ist? Wir schlagen uns eigentlich nicht gern, aber wir regen uns ziemlich schnell auf, kapiert? Was uns richtig in Rage bringt, ist, wenn hier irgendwelche Dummbeutel auftauchen. Ja, dieser blöde Gesichtsausdruck. Das macht mich echt fertig, Jisero! Mankey-Schlägerei! Okay, alles klar. So, erstmal Glut, Schlägerei beendet. Schlägerei beendet. Und natürlich, selbstverständlicherweise, Schlägerei beendet. Wie versprochen haben wir gezeigt, dass man andere nicht einfach aufmischen kann. Das, was man ihnen gezeigt haben, darf man nicht zu wild treiben. Wow, ich habe einen Satz so komplett verdreht, dass er überhaupt keinen Sinn mehr ergab. Aber trotzdem, herzlichen Glückwunsch, wer einen Sinn dahinter erkannt hat, kann das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Das war genauso sinnvoll wie... Wow, genau! Natürlich, wir sind voller Dankbarkeit. Ja, danke für die geschälte Kastanie. Genau, eine geschälte Kastanie. Wisst ihr, wie ist so? Lieben geschälte Kastanien. Nein, wir hätten lieber zwar das Geld gehabt, eine neue Playstation, eine Xbox 360, aber eine Kastanie ist auch ganz in Ordnung. Ich finde sie großartig, haha. Ja, irgendwie wäre die Playstation doch besser gewesen.
Hey, cool. Oh nein, die Mankey-Bande. Wohin genau? Bam. Auf sie mit Gebrüll. Hey, Augenblick mal, seht euch das an. Kastanie. Das ist eine geschälte Kastanie. Bitte? Wohin genau? Hört mal, ihr habt da, was wir unbedingt wollen. Die geschälte Kastanie, da können wir die haben. Wir also lieben geschälte Kastanien. Wir lieben sie so sehr, dass wir nicht ohne sie leben können. Könnt ihr euch nicht selbst Kastanien besorgen? Naja, Kastanien haben doch immer so pieksige Schalen, stimmt's? Wenn wir versuchen, sie zu schälen, naja, dann pieksen wir uns. Und dann werden wir fuchsteufelswild. Deswegen fragen wir ja, ob ihr uns die geschälte Kastanie geben könnt. Das heißt, Mankey kann eigentlich nicht mit seinen Händen umgehen. Aber pscht, das ist auch nur so ein kleiner Mythos am Rande. Sollen wir der Mankey-Bande unsere geschälte Kastanie geben? Nein, überhaupt nicht. Natürlich geben wir die. Körperliche Arbeit sowie Muskelarbeit? Wir haben Muskeln, aber wir hassen Arbeit. Aber es ist ja für die geschälte Kastanie. In Ordnung, mein Plan. Wir wollen eine beeindruckende Basis bauen. Yay! Alles klar. Yep! Im Gegenzug gibt ihr uns die geschälte Kastanie. Ah, ich will auch mithelfen. Alte Raupis Funkel in den Augen. Ich will auch helfen. Ja, wohin genau, sagt einfach wie immer nur. Wohin genau? Ja, meine Fresse. Ja, toll, wohin genau. Schön, dass du deine Meinung auch dazu gesagt hast. Packen wir es an. Alles klar. Was ein cooles Bild, oder? Und so begannen die Umbauarbeiten an der Basis des Team Hero von Pokémon Tutorial TV. Einige Tage später. Das sieht doch mal schon ein bisschen episch aus, oder? Wohin genau? Wir stehen in eurer Schuld. Hey! Aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben immer noch ganz viele schwierige Aufgaben, die wir erledigen müssen. Wohin genau? Das stimmt, aber wir sind doch fast am Ziel, Mankey-Bande. Mankey-Bande? Ah, da drüben. Ah, die pennen. Cool. Keine Lust mehr. Was? Das ist so langweilig. Wie soll man das aushalten? Ja, genau. Das macht doch keinen Spaß. Ein paar geschälte Kastanien könnten nicht schaden. Was soll das heißen? Bei uns geht nichts mehr. Wir brauchen geschälte Kastanien zur Motivation. Wir haben ein Problem. Ich glaube, die Mankey-Bande arbeitet erst weiter, wenn wir geschälte Kastanien geben können. Tja, und wir haben ja bereits zwei im Dungeon gefunden. Das heißt, wir können schon mal die zwei Kastanien direkt Mankey geben. Und ja, so sind die Umbauarbeiten im vollen Gange in unserer Retterteam-Basis. Sieht doch echt episch aus im Moment. Alle sind am Arbeiten. Also ich finde das ja eigentlich schon richtig cool, dass hier immer Pokémon stehen, weil ich finde es eigentlich schade im Abenteuerverlauf später, dass hier keine Pokémon mehr sind. Hätte es eigentlich echt gefreut. So, eskortiere mich. Info. Müll, Müll. Belebersamen. Malte auch Müll. Lagern. Besen. Auch lagern. So. Ja. Hergeben. So. Und so, motiviert durch eine weitere geschälte Kastanie, setzte die Mankey-Bande die Renovierungsarbeiten fort. So, und gleich nochmal eine geschälte Kastanie. Hacken, hacken, go, go, Arbeit! So, und motiviert durch eine weitere geschälte Kastanie, setzte die Wow, Leute. Und da ist sie. Die fertige Basis.
Oh, endlich! Endlich ist es soweit! Sie ist fertig! Endlich! Unsere Hero-Basis! Bäm! Wie geil sieht das denn aus? Ein Glumander! Mit Fackeln an der Seite! So wie eine Zahnspange eben! Aber trotzdem, sie sieht cool aus. Ich find's klasse. Die Ähnlichkeit mit dir gibt es eine nette Zugabe. Wir haben alles sehr hart daran gearbeitet. Das war wirklich anstrengend, aber es war es wert. Cool. Ich danke euch allen. Sagt mal, ich möchte euch was fragen. Jetzt, wo diese Retterteam-Basis fertig ist, bedeutet es dann, dass wir keine geschälte Kastanie mehr bekommen? Ja, genau. Unsere Basis ist endlich fertig. Wir brauchen nicht mehr daran arbeiten. Mankey Bande, wir danken euch herzlich für alles. Was ist denn jetzt kaputt? Alter, die zerstören wieder unsere Basis! WTF, Leute. Und nach dem Genuss weiterer geschälte Kastanien kehrte sie zurück in ihren Wald. Und so geschah es, dass die chaotische Renovierung der Basis endlich zu Ende kam. Am nächsten Morgen. Das sieht doch mal echt geil aus, oder? Wow, schaut euch das an. Unsere neue Basis von innen. Und von außen werden wir sie in der nächsten Folge nochmal genauer betrachten, denn die Folge ist rum. Vielen Dank fürs Zusehen. Und für die weiteren geschälten Kastanien würde ich einfach mal sagen, liked ihr einfach dieses Video, favorisiert es, damit auch andere Leute geschälte Kastanien essen können. Hier an der Stelle ist Schluss und ich bin mal eine Kastanie essen. Autsch, ich habe mich gepiekst, Mann. Hätte ich doch besser eine geschälte Kastanie gegessen. Naja, herzlichen Glückwunsch, du Idiot. Man schält Kastanien. Ich sage hier an der Stelle nur, bis dann, Servus und Ciao.